Zweifellos hätten es die Meyers lieber gesehen, wenn diese Reise anders geendet hätte. Nach einer Bruchlandung in der Wüste zu stehen, das gehörte nicht zum ambitionierten Plan von Beat Meyer. Deshalb das unrühmliche Ende in aller Kürze vorweg. Das Ultraleichtflugzeug ist kaputt. Vater und Sohn haben überlebt. Ja, das primäre Ziel der Reise war, zu überleben. Was? Hast du die Reise gemacht, um... Ah, hast du gar nicht gewusst, dass wir überleben? Nein, also das primäre Ziel war, gesund anzukommen. Aber das zweite Ziel, das wir hatten, war, uns besser lernen zu kennen. Und das haben wir mit Sicherheit erreicht. Jetzt landet das Flugzeug am Fallschirm. Zuerst, was wir machen, müssen wir das Boot sichern, gehen rein, etablieren und dann müssen wir alarmieren. So, jetzt, wie machst du das? Zuerst Aufdruck. Ja, die muss so sein, schräg. So schräg muss sie gestellt sein. Ja. 2 Sekunden so drücken. Genau. Wenn ich hier drauf drücke, die 2 Knöpfe, was passiert? Sender, das ist ein Notsignal. Woher? Schweiz. Jawohl, es geht über Paris. In die Schweiz, zur Rega-Zentrale. Und in dem Land, wo wir würden, die Idee, mit Alain diese Reise zu machen, geisterte schon lange in seinem Kopf herum. Dass nachher eine Rettung kommt. Wie lange geht es, bis die Rettung kommt? Während Jahren habe er nur für den Beruf gelebt und seine Kinder vernachlässigt, sagt Beat Meyer. Ich habe eine Scheidung hinter mir mit den üblichen Seitengeräuschen, die es gibt. Ich habe ein extremes Berufsleben hinter mir, wo ich 24 Stunden, 7 Tage pro Woche eingespannt war, über Jahre. Ich habe dort viel, viel kostbare Zeit verloren, wo ich jetzt in Form von dieser Reise im Prinzip meinem Sohn ein bisschen zukommen wieder. Nun jetzt, ich mache hier eine Liste mit dem Gewicht. Und du tust hier immer alle zusammen anschreiben. Mehr Zeit haben für das, was wirklich zähle. Das war nicht immer so. Schlagzeilen machte Beat Meyer, als er 2005 mithalf, die Bombenleger von London zu entlarven. Schon 4 Jahre vorher war 9/11-Attentäter Mohammed Atta dank seiner Software identifiziert worden. Die Firma hat er inzwischen für über 40 Millionen Schweizer Franken verkauft. Jetzt hat er genügend Zeit und Geld für die Reise mit allen. Mit der Ausrüstung, die du hast, die du verantwortlich bist dafür, da hängt eigentlich unser Leben dran. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf hoher See zu sein. Und man kann das Wasser nicht trinken, weil es salzig ist. Das heisst, man darf nie, nie Salzwasser trinken. Wir werden 1 Liter Wasser werden wir hier drin haben, wo du hast. 1 Liter Wasser. Nur Wasser, nur Sprite. Beat übt mit Alain den Ernstfall. Wer die Vielzahl der drohenden Gefahren hört, fragt sich, wie einer überhaupt dazu kommt, solch eine Reise zu wagen. Es war ja so, dass eigentlich unsere Familie das Tradition hat. Mein Vater war, als ich 13 war, mit mir, mit einem Velo Solex. Also er auf dem Velo Solex und ich auf einem normalen Velo, weil die Öffelprüfung konnte ich noch nicht machen. Ist er über 3 Pässe gefahren. Jetzt passiert Folgendes, der Motor stellt ab. Statt dem Solex ist es nun ein Ultraleichtflugzeug. Ein Initiationsritual der besonderen Art, das Beat mit seinem Sohn unternimmt. Eines, das über 50.000 Franken kostet, das Flugzeug nicht mit eingerechnet. Genau wie damals Beat ist Alain heute 13 Jahre alt. Der Bub besucht eine internationale Privatschule im Kanton Zug. An diesem Tag ist er besonders stolz. Er darf seinen Klassenkameraden vom bevorstehenden Abenteuer berichten. Presenting for us his project that he's made on his trip to Africa. Okay, first I start in Switzerland. Then I will go to down there, Egypt, Ethiopia, South Africa, Bitwasser and back to Switzerland. I will fly with an ultralight airplane.
And the trip took me 8 weeks. Alain hatte einen etwas schwierigen Start ins Leben. Sauerstoffmangel bei der Geburt führte dazu, dass er anfangs in der Schule Mühe hatte, unter Lernstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten litt. Inzwischen hat Alain große Fortschritte gemacht. Die Reise mit dem Vater soll ihm weiteren Auftrieb, mehr Selbstsicherheit geben. Also ich freue mich auf die Landschaft, Tier und auch auf die Leute, die mich lernen können. Und dass ich einfach auch mal mit meinem Vater zusammen bin, 8 Wochen lang. Aller Vorfreude zum Trotz, es hätte auch Gründe gegeben, vom waghalsigen Ansinnen abzuraten. Alains Mutter hatte anfangs ihre Bedenken, doch dann willigte sie ein. Auf der einen Seite kann immer etwas passieren, aber wie auf der Straße oder ja, überall. Und auf der anderen Seite probiere ich mich sicher auch zu beruhigen. Also ich weiss, es ist eine lange Planung dahinter, eine intensive Planung. Es ist sicher ein Risiko, also sie sind lange unterwegs und er hat seine Erfahrung auch mit Flugzeug gemacht und schlussendlich hat er die Verantwortung für das Kind. Oder? So blieb der Mutter nichts anderes übrig, als das Projekt des Ex-Mannes mit skeptischem Wohlwollen zu verfolgen und sich am Sonntag, dem 24. Juni 2007, auf dem Flugplatz Triengen einzufinden, um Abschied zu nehmen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Allah. Voll bepackt rollt das abenteuerliche Fluggerät zum Start. 10.000 Kilometer bis ins Ziel. Doch um ein Haar hätte die Reise schon nach 150 Metern geendet. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Von Europa über Umwege bis nach Südafrika und wieder zurück. 8 Wochen unterwegs mit einem Ultraleichtflugzeug. Das hatte vor ihnen noch niemand gewagt. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm. Endlich geht's los. Aufgeregt fliegen wir zu den Alpen. Vom Fernsehen habe ich den Auftrag bekommen, alles zu filmen, was wir erleben. I think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Delta Mike Bravo Echo Alpha, estimate time of arrival at Alpha. Der Ärger beginnt viel früher als erwartet. Die italienischen Luftfahrtbehörden zeigen wenig Verständnis dafür, dass jemand mit einer Art Töffli mit Flügeln an ihrem Himmel aufkreuzt. Beat und Alain müssen unvorhergesehen zwischenlanden. Das ist überhaupt nichts. Ich habe das Hotel wirklich das erste Mal. Es ist einfach irgendwo, wo nichts ist. Hotel 20 Kilometer, Tankstelle genau gleich. Beat muss Flug- und Landeerlaubnisse neu einholen. Was machst du? Hä? Was machst du? Ich habe das Büro aufgebaut, dass ich Flugplan ausdrucken. Wir sind jetzt hier. Das ist der geschlossene Flughafen. Jetzt fliegen wir hier rauf, alles unter dieser Kontrollzone durch. Da reporten wir. Und dann fliegen wir rein, nach Rom. Das ist schon lange, die wollen Rom zeigen. Auf einen von diesen Plätzen müssen wir nachher anfliegen. Hey, wir sind weg, komm zusammen rum, schnell, wir müssen gehen. Wir sind jetzt in Rom. Wir sind gerade vom verlassenen Flughafen gekommen.
eine Stunde geflogen. Ja? Was ist? Da kommt schon der Papi. Ja? Funktioniert. Wir bekommen Benzin. Ja. Alles gut. Wir können morgen direkt nach Bier gehen. Ja. Wir haben uns akzeptiert, weil wir das Flugplan sind. Kein Problem. Das ist gut. Ja. Das ist schon. Das ist vorher. Das ist mir vorher auch passiert. Das Flugzeug ist einfach zu klein. Oh. Nicht brüllen. Vor dem Flug übers Meer zwängt sich Alain in den Schutzanzug. Im Falle einer Notwasserung soll dieser ihn vor dem Ertrinken schützen. Nicht auf die Plastikstange, es geht kaputt. Das ist nicht gut hier, schau, Alain. So machst du die Schuhe kaputt. Und er rünzt, dann hilft es nichts mehr. Du musst absetzen auf das Füdle. So, jetzt muss ich es anlegen, wie wir es gelernt haben. Nach dem Abstecher nach Heraklion und Alexandria erreichen wir am 5. Tag endlich Luxor. Wir werden von den Ägyptern herzlich empfangen. Hallo! 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 Good to see you! They're coming too early! Da siehst du jetzt unseren bewaffneten Gleitschutz da vorne. Beat und Alain hoffen auf ein paar unbeschwerte Ferientage. Doch zuerst treffen sie im Taxi auf Straßenkontrollen, Begleitfahrzeuge mit Uniformierten und immer wieder bewaffnete Soldaten. Thank you very much. Was sag ich? Gut. Das Bett ist fahr. Darauf hat sich Alain besonders gefreut. Badeferien im Luxusresort. Dazu ein Ausflug zu den Tempelanlagen von Luxor. Und was ist jetzt passiert plötzlich? Also irgendjemand hat uns 25 Liter Kerosin gestohlen. Ich habe jetzt einfach im Rahmen der Vorbereitung vom Check vom Flug den Motor zuerst gecheckt. Dann haben wir gesehen, dass das Gas kaputt war. Das konnten wir flicken. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass 25 Liter Fehl im rechten Tank. Das heisst, wir hätten alle Aktionen fliegen. Mit dem Tank. Ja. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden nicht, dass nicht Diebstahl der Grund für das fehlende Benzin ist, sondern etwas viel Schlimmeres. Erst später, während des Fluges über das Rote Meer, stellt Alain fest, dass eine elektrische Pumpe ausgefallen ist. Das hat zur Folge, was für jeden Piloten der reine Albtraum ist. Mitten auf dem Meer geht langsam, aber sicher der Treibstoff aus. This is Delta Mike Bravo Echo Alpha. Delta Mike Bravo Echo Alpha. Was folgt, ist für beide der absolute Horror. Was würden wir jetzt machen, wenn es jetzt so passiert, dass der Motor abstellt? Hallo, was ist los? Was ist das hier? Schlechtes Wetter, die nahe Grenze zum Krisengebiet Eritrea und zu wenig Treibstoff. Wenn Beat es nicht bis aufs Festland zurückschafft, stürzen sie ins Meer. Das ist einfach schrecklich. Mit dem Gewissen, dass wir könnten abstürzen in der Nacht mit Hai unter uns. Das ist Wasser.
Mit den letzten Litern im Tank schafft es Beat Meyer, auf einem geschlossenen Militärflugplatz zu landen. Gerettet. Ich war froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Da sich die Meyers jetzt im Süden Saudi-Arabiens befinden, können sie das Rote Meer auf dem kürzesten Weg überqueren, um nach Äthiopien zu gelangen. Mit Verspätung erreichen Beat und Alain am 22. Tag Addis Abeba. Die Formalitäten sind vergleichsweise schnell erledigt. Die Reise in den Süden kann weitergehen. Doch der nächste Zwischenfall lässt nicht lange auf sich warten. Wegen der Strapazen der letzten Stunden überhitzt der Motor des Kleinflugzeugs. Beat muss auf die nächstbeste Rumpelpiste runter. My name is Captain Meyer. We had an unexpected landing due to temperature of the engine overheating. Du mal die Waffen filmen, die Leute, die sie hier haben. Nicht nur mehr, das ist doch langweilig. Nein. Du mal ein bisschen rumlaufen, die Leute. Red mit mir. Captain Meyer, yes. Mike Echo, India Echo Romeo. And we are safe. The plane is okay. Nobody is hurt. Everyone is okay. No, there is no emergency. Everything is okay. No problem. Thank you very much. I will call you for the new flight plan. Thank you. Bye bye, sir. Thank you. Was ist? Ist alles gut. Jetzt werden wir nicht mehr gesucht. Jetzt müssen wir noch mal schauen, wie wir mit diesen Wilden zu gehen kommen. Also, ich würde gerne, dass alles rausräumst. Nur das wird alles gestohlen, was wir hier was nicht sieht und nicht den Akku fest. Hier machst du es. Hier an der äthiopischen Grenze zu Kenia erlebt Alain Afrika von seiner urtümlichsten Seite. Mit der Kamera hält er alles fest. 25 Tage sind Vater und Sohn unterwegs, als sie endlich Katavi in Kenia anfliegen. Safari, darauf habe ich mich besonders gefreut. Mit meinem Vater zusammen haben wir wilde Tiere beobachtet. Wir filmen und fotografieren alles. Noch nie habe ich so viele Elefanten, Löwen und Nilpferde so nah gesehen. Und endlich bleibt den beiden auch Zeit, eine Zwischenbilanz ihrer Reise zu ziehen. Oder besser, ihrer zwei Reisen. Jener mit dem Flugzeug und jener zueinander. Das Technische, das ist halt das Handwerk, das habe ich gelernt. Das kann man irgendwie meistern. Der Weg zum Sohn, gerade mit unserer Vergangenheit, in der Zeit, in der ich so viel weg war und so. Das war eine viel schwierigere Aufgabe. Es hat viel, viel Gespräche gebraucht, tiefgehende Gespräche. Ich mache bitte deinen Job. Es hat Auseinandersetzungen gegeben, emotionsgeladene Auseinandersetzungen. Wieso ist das Deckel nicht zugemacht? Ich habe es zugemacht. Du hast nicht zugemacht? Doch. Nein? Doch. Nein? Aber das Ding hat der Rucksack hat rausgedrückt. Ich habe dir dreimal gesagt, du sollst Sachen verräumen, du sollst die Türen zumachen, wie immer. Du hast es nicht gemacht. Ich kann es zugetan. Hast du jetzt den Fehler zugegeben? Kann ich den Fehler machen, wenn du den Fehler machst? Ich habe es eh gemacht. Wer hat die Türe zugetan? Wer ist verantwortlich, dass die Türe geschlossen ist? Ich habe es zugetan, aber es ist wieder auf. Wer ist verantwortlich? Ich. Hast du versagt oder auch nicht versagt? Ich weiss nicht, ich nicht. Du auch nicht. Hat er niemand versagt? Es ist schrubbig. Tatsächlich, das Flugzeug scheint seine Schwachstellen zu haben, denn schon kurze Zeit später verlieren die Meyers in vollem Flug erneut eine Gepäcktür.
Problem, das wir jetzt haben, Alain, ist, wir haben ein Gepäckdor, kannst du mal schauen. Das ist kaputt, oder? Das ist beschädigt vom Sturz, den wir in Djibouti hatten. Und das zweite Gepäckdor ist jetzt weggerissen. Da muss irgendwie wahrscheinlich Luft davor reinkommen sein. Das hat das Gepäckdor komplett abgerissen. Also, da siehst du noch den Rest, der rausgerissen ist, komplett weg. Am nächsten Morgen versucht Beat bei Tageslicht den Schaden behelfsmäßig zu beheben. Schau, hast du das Klebe mitgenommen? Ja. Ja, das gehört immer dazu. Das bin ich schnell. Eine Schnellflicke. Das ist in der Regel gut. He? Durban, Südafrika. 34 Tage sind Vater und Sohn nun schon unterwegs. Und noch ist nur die Hälfte der Reise absolviert. Als sie auf dem Virginia Airport aufsetzen, ist in ihnen der Entschluss gereift, dass sie die Rückreise doch eher in einem Linienflugzeug zurücklegen wollen. Beat Meyer hat ausgerechnet, dass die Reise bis jetzt viel teurer geworden ist als geplant. Außerdem haben sie zu viele Zwischenfälle erlebt, als dass sie die ganze Strecke zurück nochmals im engen Cockpit sitzen wollen. Ihr Bedürfnis nach aufregenden Erlebnissen ist mehr als gestillt, nachdem sie zum Teil in halsbrecherischer James-Bond-Manier und nur halbwegs legal unter dem Radar der afrikanischen Flugsicherung hindurchgeflogen sind. Wir sind im Prinzip genau auf der Landesgrenze geflogen, zwischen zwei Ländern, so dass keines der Länder die Luftwaffe schicken konnte, um uns abzuschiessen. Das hat mich schon sehr, sehr gestresst. Auf der anderen Seite haben wir die Angst ja miteinander geteilt. Also, ich habe ihm das auch gesagt, ja, es ist eine wirklich schwierige Situation. Aber ich habe auch gesagt, und ich hoffe, du erinnerst dich daran, wir werden das meistern. Ich habe auf das vertraut, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und ich habe genau das gemacht, was ich x Stunden trainiert habe. Und das hat dann auch zum Erfolg geführt. Aber ist das zu verantworten, mit dem eigenen Sohn so etwas zu machen? Ich glaube schon. Also als Ingenieur kann ich natürlich die Risiken sehr gut beurteilen. Also das Flugzeug ist sehr klein, das ist aus Carbon Fiber gefertigt, hat eine sehr schlechte Radarreflexion. Mit anderen Worten, ist das für einen Radarschirm, wenn man nicht aktiv zurücksendet, ist das fast nicht auszumachen. Also unter Berücksichtigung von allen Umständen würde ich das heute wieder machen. Ja. Also Sie sind kein Hasardeur? Nein, auf keinen Fall. Nein. Ich kenne heute nach dieser Reise meinen Sohn viel, viel besser, als ich ihn vorher kannte. Und er kennt wahrscheinlich den Vater auch sehr viel besser. Letztendlich ist es nur die Zeit, die man investiert, die so etwas bewegen kann. Es muss ja nicht eine Reise sein mit dem Flugzeug nach Afrika, sondern es ist die Zeit, die ich ganz bewusst mit meinem Sohn verbracht habe. Am 31. Juli 2007, nach 37 Tagen und über 100 Flugstunden, erreichen Vater und Sohn das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Noch ein paar Tage Safari in Namibia, dann will Beat sein Flugzeug verkaufen. Denn fortan würde er dieses vielleicht nicht mehr brauchen, um allen nah zu sein. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. Und dann kam das SMS aus Namibia. Hallo, wir hatten einen großen Crash. Wir haben ein Rad verloren und der Flügel ist auch K.O., aber uns geht es gut. Alain.